Du steigst als beides auf. Rettungswurf gegen Tod, Zauberstäbe gegen Verwandlung. Rettungswurf gegen Zauber, ETW. Zusätzliche Trefferpunkte, Sagenkunde, Priesterzauber, einverstanden. Eine Stufe aufsteigen. Zusätzlicher Magierzauber, zwei Trefferpunkte, Sagenkunde 3 erhöht. Kann sie jetzt, nein, die nicht. Nein. Gut, dann können wir gleich schon mal neue Zauber einstudieren. Ja, Stufe 5. Phantomtor, Bresche, Beherrschung. Schwachsinn. Schutz vor normalen Waffen wäre nicht schlecht. Immunität gegen Zauber. Wäre dagegen die Zauber einer von ihm gewählten Schule immun. Geringere Zauber zurückwerfen. Ähnelt dem Zauber des 7. Grades. Reichweite 0. Das gilt also auch nur auf dich. Wer Zauber bewirkt wird, bannt er alle Schutzzauber, die auf einem Wesen liegen. Die Zauber, die von Bresche gebannt werden, sind die folgenden. Schild, bla bla bla. Ein Erdelementar. Ja, rufen wir ein Erdelementar herbei. So, hier. Die Waldgeschöpfe rufen, also die Nymphe rufen, ist nicht so toll. Tiere beschwören. Schutz vor Lebenskraftentzug. Das sollte sie mal reinnehmen. Ist das hier auch Mantel der Furcht? Ja, Tatsache. Ah, hier groß. Massenheilung. Massenheilung wäre nicht schlecht. Eisenhaut. Ja, das ist eine Schutzhülle. Insektenplage, Feenstaub. Wahrer Blick, den kann Keldorn schon. Kritische Wunden verursachen, chaotische Befehle. Nehmen wir die Insektenplage. Sonst haben wir zu viel Heilzauber. Bei Minsk gibt's nichts Neues, bei uns auch nicht. Gut. Fragt nur. Natürlich. Wo kommt der Troll her? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Hm, ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Ich war euer Wunsch, ist mein Begehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Gold. Es war garantiert dieser Baron, der dahinter steckte, dass... die Festung, Festung von Trollen angegriffen wurde. Ja, da ist Nalia. Ja, keine große Herausforderung. Habt ihr nochmal über mein Angebot nachgedacht? Die Zeit ist knapp. Ich weiß nicht, wie lange ich die Rönals noch aufhalten kann. Nein, ich habe es mir nicht anders überlegt. Dann gibt es nur wenig Hoffnung für meine Zukunft. Ich werde hier so lange ver... hätschelt werden, bis ich zu dem werde, das ich verabscheut habe. Dann gebt und lebt euer Abenteurerleben. Ich werde hier verrotten. Habt ihr nochmal über mein Angebot nachgedacht? Die Zeit ist knapp. Ich weiß nicht, wie lange ich die Rönals noch aufhalten kann. Ja, laden wir den Quicksave, den ich hier gemacht habe. Keine große Herausforderung. Und dann überlege ich es mir echt nochmal bis zur nächsten Aufnahmesession. Die hier geht ja jetzt nicht mehr so lange. Noch ein Troll.
So, das war der Troll. So, zur Wolkenpromenade. Oder erst zu den Slums. Ich würde mal sagen, zuerst zu den Slums. Werden wir überfallen? Nö. Hallo Freunde. Könnte ich mit euch ein paar Worte wechseln, ohne dass andere etwas mitbekommen? Ich hatte euch da etwas über ein nettes kleines Geschäft zu erzählen. Hättet ihr? Und was könnte das sein? Lasst mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für euren Unsinn. Ich bin immer an einem Geschäft interessiert, wenn sich eure Worte lohnen, werde ich zuhören. Was könnte das sein? Um die Wahrheit zu sagen, ist es nicht an mir, das zu erzählen. Zumindest nicht alles. Meine Herren wird mit euch über gewisse Angelegenheiten, die ihr zweifellos selbst entdeckt habt, sprechen. Mhm. Sie hat euch eine Zeit lang beobachtet und da ist sie nicht die Einzige. Diejenigen, denen ihr eigentlich vertrauen solltet, spionieren euch mehr oder weniger offen aus. Sie bietet euch, unter anderem, eine Lösung zur Wahrung eurer Privatsphäre an. Ah ja. Sie ist eures Vertrauens würdig. Wenn ihr euch ihres Vertrauens für würdig erachtet, so kommt bald zum Friedhofsviertel. Sie wird euch ihr Angebot unterbreiten. Wählt für euren Besuch die Zeit, wenn der Himmel sich verdunkelt hat. Vorher würdet ihr sie dort nicht antreffen. Was soll ich sagen, wer mich geschickt hätte, ich will nicht als Eindringling angesehen werden. Wer ist diese Herrin von euch? Ich hätte gerne ihren Namen gewusst, ehe ich anfange im Friedhofsviertel umherzuwandern. Solch ein grässlicher Ort, warum soll das Treffen an einem so unzugänglichen Ort stattfinden? Ich werde da sein. Sagt ihr, dass sie nicht lange warten müssen. Ich weigere mich. Wenn sie mir etwas zu sagen hat, kann sie ja zu mir kommen. Wer hat mich geschickt? Aber sie braucht sowas nicht, wenn ihr kommt. Sie wird wissen, dass ihr es seid. Liebt. Aha. Entschuldigt, Freunde, aber ihr seid doch diese Aerie, oder? Das junge Elfenmädchen, das Onkel Quaids Lehrling im Zirkus war? Nun ja, warum? Ist Onkel Quaid irgendwas geschehen? Worum geht's hier eigentlich? Aber nein, nicht doch. Es ist ihm nichts zugeschossen. Ganz im Gegenteil. Er hat mir persönlich eure Beschreibung gegeben und mich gebeten, euch zu finden. Er hat gemeint, dass ihr und eure neuen Gefährten vielleicht in der Lage wärt, ihm bei irgendwas zu helfen. Und er bittet euch, möglichst rasch zum Zirkus zurückzukommen, Fräulein. Onkel Quaid bedarf meiner Hilfe, dann sollten wir zum Zirkus zurückkehren. Oh, Talisa, bitte, ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass er meine Hilfe benötigt und ihm mich nicht zur Hilfe ein kann. Bitte. Nun, ich habe meine Aufgabe erfüllt, Fräulein. Ich sollte jetzt wirklich zusehen, dass ich weiterkomme. Einen schönen Tag noch. Okay. Erstmal erledigte Aufgaben müsste jetzt... ja. Festung der Anris. Arnise. Nach einem schönen Kampf wurde die Burg der Familie Dernis endlich von der Besetzung durch die Trolle befreit. Leider konnte Fürst Dernis nicht gerettet werden und wurde von Thorgal, dem Anführer der Trolle, umgebracht. Nalia überlebte jedoch, allerdings erscheint ihre Zukunft in der eigenen Burg mehr als ungewiss. Ja. Können wir nach Datum? Ja, das ist jetzt sind jetzt die neuen Sachen. Jetzt Lomontaron war das letzte, was wir kennen. Das Treffen mit Valens Herrin. Eine Frau namens Valen hat mich angesprochen und angedeutet, dass meine momentanen Verbündeten nicht vertrauenswürdig sind. Sie hat erklärt, dass mir ihre Herrin alles weitere erläutern kann. Sie hat sich geweigert, meine Fragen zu beantworten und nur immer wieder betont, dass nur ihre Herrin meine Neugier stillen kann. Wenn ich interessiert bin, soll ich ihre Herrin in der Nacht im Friedhofsviertel treffen. Nachdem wir eine Nachricht von Quell erhalten haben, in der Airy um Hilfe bat, hat mich Airy ersucht, ihn so bald wie möglich im Zirkuszelt in der Promenade aufzusuchen. Ich warte. Ja. Boah, Abenteurer! Hätte nicht gedacht, dass ich mit euch herumtreibe, hier nochmal sprechen würde, aber ich tue, was mein Onkel Galen sagt, wenn ich es einrichten kann. Egal, Galen will, weil dass ihr zu ihm kommt, ehe ihr Vorschläge in Entscheidungen fällt. Sagt, er hätte ein verlockendes Angebot zu machen. Woher weiß er, dass ich eine Entscheidung zu fällen habe? Werde ich verfolgt? Ihr lauft zu ihm und sagt ihm, dass ich so schnell wie ich kann bei ihm bin. Ich brauche ihm nicht mehr sagen. Es gibt anscheinend andere, die mich anwerben wollen. Schön, ich gehe zu ihm, aber wenn er das neue Angebot, das ich erhalten habe, nicht überbieten kann, hat er Pech gehabt.
Werde ich verfolgt? Seht mich nicht so an, ich tue nur, was man mir aufträgt. Er sagte, das Angebot wäre verlockend, also bin ich hier. Egal, geht einfach nur zu Galen, bevor ihr eure neuen Kontaktmänner aufsucht. Ich werde nur bezahlt, wenn ihr zu ihm geht. Und es wird nicht lange dauern, wisst ihr? Ja, gut, ich kann schon mal vorwegnehmen. Wir werden das eine ganze Weile jetzt für uns aufschieben. Weil wir haben jetzt die nächste Phase in unserer Main Quest getriggert. Dadurch, dass wir die Slums mit 20.000 Goldmünzen betreten haben. Das wäre Galen Bales Honorar. Aber wie wir wissen, Galen Bale arbeitet für die Schattendiebe. Und die Schattendiebe stecken mitten in einem Gildenkrieg mit den Vampiren. Ja, das haben wir bereits in der Nacht gelernt, wo uns diese eine Vampirin drei Schattendiebe getötet hat und uns dann gesagt hat, wir wären noch nicht bereit. Wir kommen noch nicht vorbei. Ja. Hat sich jetzt allerdings dadurch geändert, dass wir das Geld haben. Wobei wir das Geld erstmal behalten wollen. Und beide Fraktionen erstmal meiden, also Galen Bale und die Vampire. Wir wollen erstmal Yoshimo. Wie schön, euch wiederzusehen. Benötigt ihr meine Dienste? Denn ich wäre bereit, mit euch zu reisen. Dieser Ort ist todlangweilig. Ja, kommt mit, Yoshimo. Das ist erfreulich. Dann lasst uns gehen und schauen, was uns auf unserer Reise erwartet. Erzählt mir, wie ihr zum Abenteurerleben gekommen seid. Es ist, wie ihr sehr wohl wisst, ein gefährliches Geschäft. Jederzeit könnte einer von uns sterben. Das ist nicht so meine... Das war nicht so sehr meine freie Entscheidung, ein Abenteuerleben zu führen. Ich wurde eher dazu gezwungen. Dazu gezwungen? Was meint ihr damit? Mein Stiefvater wurde von einem Mann getötet, der mich ermorden wollte. Ich war allein und hatte kein Zuhause, als ich mich für dieses Leben entschied. Naja, ich hatte Imoen und ja, wir sind mal ganz offen zu Yoshimo. Erzählt mir mehr über diesen Mann, der euren Stiefvater getötet hat. Warum wollt ihr das wissen? Darüber will ich nicht mit euch sprechen. Er hieß Sarevok, er war besessen von der Macht unseres Vaters und wollte mich ermorden, um zu verhindern, dass ich sie bekomme. Wer war euer Vater? Baal. Baal, der Gott des Mordes? Ja. Aber es könnte noch andere geben. Andere Kinder von Baal? Ja, es könnte andere geben. Nur Baal weiß wie viele. Das ist sehr interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke. So, wir haben Yoshimo wieder. Yoshimo hat noch ein paar Pfeile und sein Katana. Ich weiß nicht mal, ob Yoshimo überhaupt andere Waffen so gut benutzen kann. Dolche könnte er benutzen. Und einhändigen Kampfstil hat er. Mhm. Ja, das heißt, er kriegt mal das Ding. Wir haben gesagt, wir geben Yoshimo alle plus 1 Pfeile mal. Die kann er dann benutzen, sobald er die anderen verballert hat. So. Wir können Yoshimo jetzt auch die ganzen Ringe und Halsketten geben, die wir angelegt haben und nicht brauchten. So, jetzt ist der Behälter wieder voll. Ja, Feuerpfeile sind hier. So, jetzt ist Yoshimo erstmal mit Pfeilen versorgt. Und beim Rest müssen wir gucken, dass wir Sachen verkaufen. Das Schwert könnte Yoshimo theoretisch benutzen. Und er braucht noch die ganzen Tränke. So. Gut. Wird auch Zeit, dass wir Yoshimo einen besseren Bogen besorgen. Er hat ja schon eine Schleuder, eine gute. Ja, und ich würde sagen, ein paar volle Stacks Feuerpfeile
Können wir bei Keldorn hier oben reinpacken, so wie auch die Säurepfeile hier. So. Ihr Gepäck ist gerade voll. Ich würde nämlich gerne den Lederwams identifizieren, kann ich aber gerade nicht. Gut. Ja, wenn ihr es wollt. Dann verlassen wir jetzt den Ort. Natürlich. Und ich mache jetzt hier ein Save. Morgenspromenade können wir ja wirklich in der nächsten Aufnahmesession dann machen. Also LP 010. Und dann sehen wir uns gleich wieder.